Vor Frankfurt ist ein europaweit einzigartiges Hochhausquartier inmitten der Innenstadt Frankfurt. Die Groß- und Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft hat mit dem Kauf im Jahr 2015 die Basis für dieses Megaprojekt gelegt. Wir zählen zu einem der führendsten Projektentwicklungsgesellschaften Deutschlands und sind spezialisiert auf innerstädtische Quartiersentwicklungen. Es handelt sich um eine Quartiersentwicklung von insgesamt 4 neuen Hochhäusern auf einem mehrgeschossigen multifunktionalen Gebäudefundament. Mit dem 228 Meter hohen Büroturm entsteht Deutschlands höchste Büronutzfläche. Mit dem etwas kleineren 173 Meter Turm wird Deutschlands höchster Wohnturm errichtet. Die 4 Türme des Projektes Frankfurt IV werden auf einem gemeinsamen Sockelbau errichtet. Aufgrund räumlicher Beschränkungen hat sich der Bauherr entschieden, die Untergeschosse in der sogenannten Deckelbauweise zu errichten. Das bedeutet, dass zunächst die Baugrubenumschließung und die Bauwerkspfähle hergestellt werden, um dann darüber liegend die Decke über dem ersten Untergeschoss zu betonieren. Der Aushub erfolgt dann unterhalb des Deckels und auf diese Weise werden dann nach und nach die weiteren Untergeschosse hergestellt, währenddessen der Hochbau schon beginnen kann. Da sich aufgrund der Größe des Baufeldes für die Decke somit Stützweiten von über 100 Meter geben würden, ist es erforderlich, sogenannte Primärstützen in den Pfählen zu positionieren. Über diese Stützen werden dann die Bauwerkslasten und die Deckenlasten direkt in die Bauwerkspfähle eingetragen. Die Herstellung der Baugrubenerschließung erfolgt in Schlitzwandbauweise, wobei hier zwei unterschiedliche Verfahren zum Einsatz kommen. Grundsätzlich erfolgt der Aushub der Schlitze mit einem Greifer. Jedoch hat man sich dazu entschieden, zusätzlich zum Greifer aufgrund der anstehenden Kalksteinbänke eine Fräse einzusetzen, um die Vibrationen und Erschütterungen für die Nachbargebäude gering zu halten. Als Gründungselemente kommen Großbohrpfähle zum Einsatz mit variierenden Durchmessern von 1500 mm bis zu 2000 mm. Da die Arbeitsebene der Pfähle aufgrund der Deckelbauweise deutlich höher liegt als die spätere Gründungsebene, werden die Pfähle mit einer Leerstrecke von bis zu 20 Metern hergestellt. Somit ergeben sich Gesamtbohrstrecken von bis zu 50 Metern. Die Pfähle werden im oberen Bereich der Auffüllung verrohrt hergestellt. Darunterliegend werden sie mit Hilfe einer Stützflüssigkeit unverrohrt hergestellt. Nach Erreichen der Endtiefe wird der Bewährungskorb eingestellt und der Pfahl zuletzt betoniert. Aufgrund der gewählten Deckelbauweise ist es erforderlich, in den Pfählen Primärstützen zu positionieren. Da diese Stützen nicht nur eine temporäre Funktion erfüllen, sondern als dauerhafte Stützen im Untergeschoss benötigt werden, müssen diese Stützen mit einer sehr hohen Genauigkeit eingebaut werden. So sind Abweichungen in der Höhe nur von maximal 2 cm und in der horizontalen von 5 cm zulässig. Wir haben uns daher entschieden, für dieses Projekt ein neues System zu entwickeln, bei dem zunächst nach Erreichen der Pfahlunterkante der Bewährungskorb eingebaut wird und im nächsten Schritt ein Köcher in der Verrohrung positioniert wird. Dieser Köcher soll der Fertigteilstütze sowohl als Führung als auch als Widerlager für die Montage dienen. Im weiteren Schritt wird der Köcher genauestens unter Beachtung der gegebenen Toleranzanforderungen justiert. Nach erfolgter Justage wird der Pfahl betoniert und anschließend die Stütze in den Köcher eingebaut. Durch parallele Arbeiten in allen Bereichen und damit einhergehende logistische Notwendigkeiten sind neben dem enormen Zeitdruck auch die innerstädtische Lage eine der wesentlichen Aufgaben der Bauabwicklung.
Dies ist uns in der Zusammenarbeit mit der Firma Trivi in einem der ersten Kerngewerke zur Erstellung der Baugrube gelungen. Bereits die vorvertraglichen Kontakte und Zusammenarbeit verliefen sehr partnerschaftlich und vertrauensvoll. Die Firma Trivi ist mit ihren Spezialisten technisch hochgradig leistungsfähig, was sie weltweit bereits vielfach bewiesen hat. Die Maschinenentwicklung und Produktion im eigenen Hause spricht für sich. So konnte auch im Vergleich zum Wettbewerb eine hier in der Frankfurter Innenstadt bisher einzigartige Baugrubenkonzeption gemeinsam aufgestellt werden. Diese Konzeption geht auch bisher in der Umsetzung auf und wir sind auf dem besten Wege, auch für das weitere Projekt einen erfolgreichen Grundstein zu legen.